Die Zeit vergeht schnell in Seoul. In dieser Stadt findet man jugendliche Leidenschaft, genauso wie Erinnerungen an vergangene Zeiten. Das ist Seoul, die Hauptstadt Koreas. Der Pferdetanz hat die Welt im Sturm erobert. Gangnam Style schafft es sogar in den US-Charts auf Platz 2. Und ebenso energiegeladen und außergewöhnlich wie Psys Mega-Hit ist auch Seouls Nachtleben. Es gibt keinen Tag in Seoul, in dem nicht Millionen von Menschen ihren Geschäften nachgehen. Eine Metropole mit 10 Millionen Einwohnern und mit einer 600-jährigen Geschichte. Diese Stadt hat viel zu erzählen. Während der 35-jährigen japanischen Kolonialherrschaft schien es fast so, als wäre Seouls Zeit vorbei. Doch mit der Befreiung erlebte Seoul eine Wiedergeburt als Hauptstadt Koreas. Doch dann folgten der Koreakrieg und die Teilung der Halbinsel. Was blieb, war eine Stadt in Trümmern. Trotz der tiefen Wunden des Krieges gelang es Seoul, aus den Ruinen aufzuerstehen. Seouls rasante wirtschaftliche Entwicklung wurde weltweit als das Wunder vom Hanfluss bekannt und machte die Hauptstadt zu einer führenden Wirtschaftsmetropole im globalen Wettbewerb. Das alles ist Seoul in lediglich 30 Jahren gelungen. Seoul befindet sich im Nordwesten Südkoreas und besitzt eine Fläche von 605 Quadratkilometern. Obwohl das nur 0,6% der gesamten Fläche Südkoreas ist, wohnt über ein Fünftel der gesamten Bevölkerung in Seoul. Seouls Geschichte reicht 600 Jahre zurück. In Seoul gibt es viele Orte, wo sich Modern und Tradition treffen. Samjeong-dong, im Herzen von Seoul, ist berühmt für die schönsten Straßen der Stadt. Gemütliche Cafés, kleine Läden und zahlreiche Galerien bevölkern die von traditionellen Hanok-Häusern gesäumten Straßen. Dort befindet sich auch das Bukchon-Hanok-Dorf. Dies ist nicht etwa ein Freiluftmuseum, in diesem Bezirk leben tatsächlich Menschen. Diese traditionellen Gebäude sind wirkliche Wohnhäuser. In der Joseon-Zeit lebten hier Mitglieder der Königsfamilie. In der japanischen Kolonialzeit kämpften koreanische Patrioten von hier aus für die koreanische Unabhängigkeit. Diese Häuser boten damals Schutz und Bequemlichkeit und tun dies auch heute noch. Dieses traditionelle Hanok-Haus ist ein Gasthaus. Besucher können hier die Annehmlichkeiten genießen, die nur ein Hanok-Haus bietet. Von allen Zimmern aus kann man den Garten im Hinterhof sehen. Dies gibt ein Gefühl von Offenheit und schützt gleichzeitig vor dem Lärm der Außenwelt. In einem traditionellen koreanischen Haus isst, sitzt und schläft man auf dem Boden. Doch niemand scheint sich hier daran zu stören. I read in the internet and I read a few comments about how comfortable it is and it's warm and so I thought I want to use this chance to make it here. Yes. In der Nachbarschaft gibt es auch Werkstätten,
in denen man viel über traditionelles Kunstgewerbe erfahren kann. Diese Waren wurden mit Knoten gefertigt, die sich nicht lösen lassen. Diese traditionellen Knoten nennt man Mädep. Um diese Mädep zu binden, braucht man Zeit. Aber es ist die Mühe wert. Denn so kann man einen Eindruck vom bescheidenen und ruhigen Lebensstil eines klassischen Gelehrten bekommen. Der Festungsweg in Seoul wurde errichtet, indem zahllose Steine angehäuft wurden. Die Festungswege verbanden einst die vier Tore von Hanyang, der Hauptstadt der Joseon-Dynastie. Auch heute existieren sie noch und machen Seoul zu einer zeitlosen Stadt. Seoul이 가지고 있는 그런 입지적인 독특성을 가장 잘 볼 수 있는 데가 성곽이에요. 그래서 성곽 위에 올라가서 쭉 보게 되면은 그 어떤 그 이 도심부죠. 현재는 그 도심부가 이렇게 산으로 해서 우여되어 있는 그런 특성을 가장 잘 볼 수 있는 위치가 그 성곽로라고 할 수 있어요. 게다가 예전에는 그 우리나라 그 전통적으로 산을 그 숭상하는 신성시하는 그러한 사상들이 굉장히 지배적이었는데 그래서 이제 산을 끼고 도읍이나 이제 도시들이 위치하게 되는 그러한 특성을 볼 수가 있어요. Von der Festungsmauer aus sieht man das Seoul der Gegenwart. Zwischen den alten Mauern Seouls prallen Vergangenheit und Gegenwart dieser Stadt aufeinander. Diese riesige Weltstadt birgt so viele Erinnerungen aus vergangenen Zeiten. Genau hier zeigt sich diese Stadt als das, was sie einst war und was sie heute ist. Wenn man die Pfade entlang um die Festung herumwandert, kann man die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft Seouls auf einen Blick erfassen. Die würdevolle Gestalt der 600-jährigen Hauptstadt offenbart sich auch jenseits des Stadtplans. Wenn man vom Festungsweg herunterblickt, sieht man einen Garten, dessen Blüten bereits seit Hunderten von Jahren duften. Der Garten wurde einst zu Ehren der verstorbenen Königinnen und Könige angelegt. Chongmyo ist ein königlicher Schrein, welcher von den Geistern der Königinnen und Königen der Joseon-Dynastie bewohnt wird. Jedes Jahr wird eine Zeremonie zu Ehren der verstorbenen Könige abgehalten. Diese Zeremonie wird Chongmyo Chere genannt, während Chongmyo Chereak die rituelle Musik bezeichnet, welche die Zeremonie begleitet. Die Bedeutung dieser Zeremonie wurde auch von der UNESCO anerkannt, die das Chongmyo Chereak als Weltkulturerbe ausgezeichnet hat. Der Han-Fluss ist das Symbol von Seoul und fließt durch das Zentrum der Stadt. Der Fluss hat 600 Jahre lang das Schicksal Seouls geteilt. '90 wurde die erste Bahnbrücke über den Hangang gebaut. Heute gibt es insgesamt 31 Brücken, die den nördlichen und den südlichen Teil Seouls verbinden. Der Han-Fluss ist sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft Seouls. 세계의 어떤 도시도 강을 띠고 있지 않은 도시는 사실 없습니다. 그래서 강은 도시의 어떤 젖줄이기도 하지요. 이 한강을 중심으로 우리가 서울을 발전시키는 건 굉장히 중요하다. 경관적으로도 중요하고
생태적으로도 중요하고 그다음에 그것이 도시 골격을 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있죠, 지금. Seit wann führen Brücken über den Hanfluss? Historischen Aufzeichnungen zufolge ließen bereits die Könige von Joseon große Schiffe zusammenbinden. Zwischen den Schiffen wurden Bretter installiert, um einen schimmernden Pier, Bujangyo, zu bauen. Die erstaunliche Wirtschaftsentwicklung Südkoreas in den 1970er Jahren ist bekannt als das Wunder vom Hanfluss. Noch vor 50 Jahren haben Flöße die Menschen ans andere Ufer gebracht. Doch heute beherrschen hochmoderne Brücken den Fluss und Wolkenkratzer schmücken das Ufer. Regenbogenfarbiges Wasser spritzt aus der Springbrunnenbrücke. Diese Springbrunnenbrücke ist die längste ihrer Art auf der Welt. Der Hanfluss ist ein Ort, wo man sich im Zentrum der Stadt ausruhen und die Natur genießen kann. Auf Nanji-do befinden sich zwei große ökologische Parks. Von hier kann man den Fluss in seiner vollen Pracht sehen. Erstaunlicherweise war dieser Ort vorher 15 Jahre lang eine Mülldeponie. Inzwischen wurde er aber als ökologischer Park wiederbelebt. In jedem Herbst wird das Schilffestival veranstaltet. Die Bürger Seouls freuen sich jedes Jahr darauf. Der Himmel, der Wind und die Abenddämmerung, all dem scheint man hier am nächsten zu sein. Yoido ist ein Zentrum inmitten des Hanflusses. Dieses Viertel ist ein Zentrum für Finanzinstitute und Fernsehstationen. Der Bau des Parlaments auf Yoido begann 1969 und endete 1975. Das Parlament befindet sich noch immer direkt am Hanfluss. Somit ist Yoido als Tagungsort des koreanischen Parlaments auch das politische Zentrum Südkoreas. Der ruhige Fluss fließt durch den Wald der Hochhäuser. Auch dies ist Teil des Charmes von Seoul. Es ist nicht nur das Land, das wiederbelebt wurde. Heute fließt mehr Wasser in Seoul als je zuvor. Cheonggyecheon ist ein vom Menschen gemachter, 5,8 Kilometer langer Bach. Nach mehr als zweijährigen Restaurierungsarbeiten hat die Umgebung von Cheonggyecheon, die früher von einer Hauptstraße geprägt war, ihr ursprüngliches Aussehen wiederbekommen. Die Straßen sind verschwunden. An deren Stelle ist ein neuer öffentlicher Raum für die Einwohner getreten. Familien und Pärchen kommen hierher, um dem stressigen Alltag zu entkommen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Cheonggyecheon wurde zum romantischsten Ort für Touristen in Seoul. Mit dem Einbruch der Dunkelheit wird Cheonggyecheon noch prächtiger. Das Zusammenspiel der Wasserfontänen und der bunten Lichter lässt einen diese Nächte in Erinnerung behalten. Die Seoul이라는 도시는 600년의 역사, 뭐 그 이전에 백제 시대부터 수도였던 역사가 있지만 이 역사를 지닌 도시로서의 정체성은 과거의 그 모습들을 어떻게 잘 복원하고 또 그들이 가진 특성을 잘 드러내느냐가 도시 경쟁력을 갖추는데 특히 문화적인 측면이나 역사 경관적인 측면에서 중요하다 이렇게 봐서.
Wie in anderen Städten gibt es in Seoul auch einen Ort, wo viele junge Leute zusammenströmen. Das Zentrum des koreanischen Theaters, Daehangno. In den Straßen und Gassen gibt es mehr als 100 kleine Theater. Theaterstücke, Musicals und andere Aufführungen finden hier im Viertel der Kultur und der Kunst statt. Daehangno는 정말 대학로만의 그 느낌이 있어요. 외국인들도 많고 젊은 분들도 많고 어르신들도 많고 어린이들도 많아요. 다양한 연령대가 각자의 그 원하는 재밌어하는 흥미로워하는 그 부분에서 정말 즐겁게 즐기는 것 같아요. 그런 게 저한테 굉장히 신선하고 네, 또 미래가 밝은 것 같아요. 네. 365 Tage im Jahr kommen die Vorhänge hier nie zur Ruhe, da es immer eine Vielzahl von Aufführungen verschiedenster Art gibt. Hier in Daehangno findet man Theater nicht nur auf den Bühnen, sondern überall. Von experimentellen Auftritten bis hin zu Comedy-Shows lässt sich hier junge Kultur erleben. Mal komisch, mal tragisch. Hier kann man seinen Hunger nach Kunst und Kultur befriedigen. Das ist es, was Daehangno besonders macht. Opern Gangnam Style. Woher stammt diese Energie, die Seoul antreibt? Gangnam ist unter anderem berühmt für Mode. Viele hochwertige Fashionläden sind hier zu finden. Eine ganz besondere Kultur. Dieses Stadtviertel ist durch Gangnam Style noch berühmter geworden. Die Straßen hier sind immer voller modebewusster Passanten. In Gangnam ist immer etwas los. Erstaunlicherweise war Gangnam einst ein typisches Bauerndorf, wo Menschen für ihren Lebensunterhalt Ackerbau betrieben. In den 1970er Jahren erlebte dieser Ort jedoch einen radikalen Wandel. Nach den Plänen der Regierung wurde Gangnam zu einem modernen Wohnort und einem kommerziellen Stadtteil entwickelt. Brücken wurden über den Fluss gebaut, um das Verkehrssystem zu verbessern. Gangnam ist auch ein Businesszentrum. Aufgrund der innovativen Infrastruktur sind viele verschiedene Unternehmen in Gangnam ansässig. Aus Gangnam stammen auch viele Mode- und Technologietrends. Die Zeit in Gangnam scheint noch schneller zu vergehen als im Rest von Seoul. Im Gegensatz dazu hat sich Dongdaemun einen Teil seiner Vergangenheit bewahrt. Hyungin-ji-mun war das Osttor der alten Stadtmauer. Es wurde nur 1396 gebaut und bislang mehrmals restauriert, bis es sein jetziges Aussehen erhalten hat. Ein anderer Name von Hyungin-ji-mun ist Dongdaemun. Dongdaemun ist ein Einkaufszentrum und begeistert viele junge Designer. Hier kann man günstig kreative und modische Kreationen von jungen Designern kaufen. Ein anderer berühmter Ort zum Einkaufen ist Myeongdong, das Stadtviertel, das täglich die meisten Menschen anzieht. Auf den Straßen von Myeongdong sind immer viele Leute unterwegs, auf der Suche nach modischer Kleidung, gutem Essen oder touristischen Sehenswürdigkeiten. Es gibt einen Ort, wo jeder Besucher Myeongdongs vorbeischaut, Namsan. Den Gipfel von Namsan kann man zu Fuß oder mit der Seilbahn erreichen. Viele verschiedene Sehenswürdigkeiten von Seoul kann man von hier aus sehen. Namsan hat eine weitere Besonderheit, die sich kaum zählen lässt. Schlösser. Niemand weiß, wie viele es sind. Pärchen, die zum Namsan hinaufgestiegen sind, wollen mit einem Schloss die Unzerbrechlichkeit ihrer Liebe ausdrücken. Inzwischen sind diese Schlösser selbst zu einer Attraktion des Namsan geworden.
Die Dynamik und Energie von Korea hat ihren Ursprung in Hongdae. Am Wochenende findet man hier den Flohmarkt, auf den allerlei handgefertigte Waren angeboten werden. Hongdae ist auch ein Paradies für junge Musiker. Hier können koreanische Indie-Bands und ihre Fans auf verschiedenen Bühnen ihre Leidenschaft ausleben. Hier können sie ihre Freiheit genießen. Nicht nur Musiker, sondern auch Maler. Die Straßen in Hongdae sind voller Künstler. Jede Nacht sind die Straßen von Hongdae voller junger Menschen. Ihre Ausgelassenheit prägt die allgemeine Stimmung. Überall gibt es Clubs, in denen jeden Abend kleine Festivals veranstaltet werden.문화가 좀 비주류 문화잖아요. 비주류 문화에서 좀 이렇게 매니아층을 잡고 있는 곳이 홍대가 좀 많이 메인이기 때문에 저희가 거기서 좀 승부를 좀 보고 싶어서. 네. 라이브 밴드 공연 보러 오세요. 오세요. 웬 alle gemeinsam pulsieren, entsteht eine besondere Energie. Junge Leute, die sich im Rhythmus der Musik bewegen. Ihre Mode und ihre Tanzschritte sind immer anders und neu. Eine Stadt, die 24 Stunden lang vor Lebenskraft überschäumt. Voller Leidenschaft und Energie. Die Lichter gehen in Seoul niemals aus. Seoul schläft nie. 이런 그 다이나믹한 포텐셜이 엄청나게 있다. 그래서 뭐 K-POP이라든지 뭐 한류라든지 이런 것이 다 여기에서 이 용광로, 문화의 용광로 속에서 싹 들 수 있지 않았나. Überschäumende Energie und dynamische Kraft. Eine 600-jährige Geschichte. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fließen gemeinsam durch Seoul. Und auch jetzt verändert sich Seoul. Hier sind die Dinge ständig im Fluss.